Hallo und herzlich willkommen. Vor zwei Wochen stellte ich euch die beiden wichtigsten Neuigkeiten rund um den Patch 2.8 für den Test-Live-Server vor. Heute, zwei Wochen später, wurden diese Inhalte für den PC und beide Spielekonsolen veröffentlicht. Zeit also, sich mit den Patch-Notes ein wenig auseinanderzusetzen und sie euch zu zeigen. Viel Spaß beim Ansehen. Bei mir auf Steam benötigte dieses Update 630 MB. Es ist also rund 200 MB größer als noch in der Test-Live-Phase. Aber kommen wir zum Inhalt. Den Hauptaugenmerk, die Emotes für eure Begleiter, egal ob menschlicher oder tierischer Natur, habe ich euch bereits in einem Extra-Video gesondert vorgestellt. Die zweite, in Anführungszeichen, wichtige Neuigkeit ist nun die im Vorstellungsvideo erwähnte Warteschlange bei den Zugängen zu den öffentlichen Servern. Aber hier werde ich nicht näher drauf eingehen, da Warteschlangen für einen erfahrenen MMO-Spieler in der Regel nichts Neues sind. Doch kommen wir nun zu den Patchnotes. Den Anfang machte wie immer die Performance und die Stabilität. Punkt 1. Die Spielestabilität wurde verbessert, so dass das Game nun weniger abstürzen sollte. Punkt 2. Auch wurden Probleme behoben, die den Koop-Modus abstürzen ließen. Punkt 3. Regen sollte die Rechnerleistung nun nicht mehr drastisch verringern. Punkt 4. Es wurde eine Reihe von Abstürzen in den EGS- und Microsoft-Store-Versionen des Spiels beim Herunterladen von Mods behoben. Exploit-Behebung. Es wurde eine Reihe von Exploits in Bezug auf den Ausdauerverbrauch eures Charakters und dem Bau unterhalb des Gitternetzes behoben. Punkt 2. Es sollte nun nicht mehr möglich sein, Zaunfundamente unter Ausnutzung der Baumechanik zu nahe beieinander zu platzieren. Neu hinzugefügt. Ein neues Warteschlangensystem beim Betreten zu einem Server hinzugefügt. Wenn ihr versucht, einem vollen Server beizutreten, der voll ist, werdet ihr nun automatisch in eine Warteschlange gestellt. Neue UI-Elemente zeigen euch jetzt eure Position innerhalb dieser Warteschlange an. Ebenso wurden zwei neue Servereinstellungen hinzugefügt, um diese Funktion zu steuern. Nächster Punkt. Es ist nun möglich, euren Begleitern Emotes zuzuweisen. Humanoide können nun in der Regel jedes vom Spieler erlernte Emote abspielen. Über die verbannten Länder als auch der Isle of Scepter könnt ihr nun verstreut neue Emotes finden und freischalten, die ihr euren Begleitern zuweisen könnt. Bauen und platzieren. Der erste Punkt. Der nemidische Türrahmen hinterlässt nun einen Geistergegenstand, wenn das letzte Baustück aus eurem Inventar platziert wurde. Zweitens. Bühnenböden können nun neben Türrahmen und Zaunfundamenten platziert werden. Drittens. Das große Lagerfeuer und alle Gewerbewerkbänke wurden leicht angehoben, um sie besser platzierbar zu machen. Viertens. Es wurde ein Problem behoben, das die Stabilität von Torrahmen beibehält, nachdem diese platziert worden sind. Fünftens. Es wurde eine Reihe von Gebäudeproblemen behoben, die während der Test-Live-Phase gemeldet worden sind. Sechstens. Es wurde ein kritisches Problem behoben, das dazu führte, dass platzierte Bauelemente unter bestimmten Umständen an Stabilität verloren haben. Das Handwerk bzw. Crafting. Erstens. Es wurde eine Reihe von Problemen behoben, die dazu führten, dass manche Talente fehlten, nachdem sie unter bestimmten Umständen erlernt worden waren. Und das war's auch schon gewesen. Und weiter geht's. Änderungen im Kampfsystem. Es wurde eine Probleme behoben, bei dem linksseitige Angriffe vom berittenen Nashorn aus keinen Schaden anrichtete. Zweitens. Es wurde ein seltenes Problem behoben, bei dem Begleiter in einem Zustand blieben, in dem sie unter bestimmten Umständen weder angreifen noch angegriffen werden konnten. Drittens. Ihr habt gefragt, wir liefern. Der Fernkampfangriff von giftspuckenden Spinnen und anderen aus der Ferne attackierenden Kreaturen wurde angepasst, so dass diese Viecher nun nicht mehr zum Albtraum für euch werden sollen. AI und Begleiteranpassung. Erstens. Mammuts drehen sich nun nicht mehr auf eine Art und Weise, als wären sie auf Koks. Zweitens. Shagai-Horror-Haustiere nutzen jetzt auch Projektile für ihre Angriffe. Drittens. Nashörner sollten nicht mehr aus dem Kampf aussteigen.
was dies wahrscheinlich zur traurigsten und enttäuschendsten Patchnotes-Zeile seit dem Nerf des Ausstattungstranks macht. Hat er recht. Viertens. NPCs sollten sich nun nicht mehr fortlaufend bewegen, während sie Fernkampfangriffe ausüben. Fünftens. Die heilige Nation der Untoten des Heiligtums der Schlange haben einen Vertrag unterzeichnet, so dass sich untote Bogenschützen und Hyänen nun nicht mehr gegenseitig angreifen. Vorerst einmal. Sechstens. Es wurden zusätzliche Probleme behoben, bei denen Begleiter mit XX unarmed in ihrem Inventar spawnen. Siebtens. Kraxus, dieser Bastard, wird nun dort spawnen, wo er soll, und zwar mit der Geschwindigkeit, in der er erscheinen soll. Achtens. Begleiter sollten nun nicht mehr zufällig durch die nebelische Falltür fallen. Neuntens. Niedergeschlagene Thralls sollten nun ihren Bewachungsort nicht mehr vergessen, nachdem sie aufgewacht sind. Zehntens. Begleiter sollten nun beim Anblick riesiger Gegner richtig handeln, anstelle das komplexe Konzept des Kampfes zu vergessen und verwirrt wie ein Haufen kopfloser Hühner umherzuirren. Purge Säuberungsänderungen. Es wurde ein Problem behoben, bei dem die Angreifer innerhalb von Baumhausbasen spawnten. Balance-Updates. Goldknoten sollten jetzt mindestens 2 Schläge anstelle von einem erfordern, um zu vermeiden, dass die Verbannten zu Kryptobrothers werden, der neuen goldsuchenden Modeerscheinung. Quality of Life. Erstens, wenn du ein Baustück erstellt hast, erhältst du ab sofort das gesamte Stück zurück, solange es in Ordnung, also unbeschädigt ist. Wurde es indes beschädigt, erhältst du stattdessen die Demontagematerialien zurück. Zweitens, die Bogenhandhabung wurde verändert, um intuitiver zu sein. Mit der linken Maustaste wird jetzt gezielt, mit der rechten wird geschossen. Diese Einstellung lässt sich aber im Menü wieder auf die vorherige Einstellung unter Bogenkontrolle zurückstellen. Generelle Bugfixes. Nummer 1. Der Kitai-Kundschafter-Sattel sollte nun wieder seine normalen Farben anzeigen. Nummer 2. Es wurde ein Problem behoben, das verhinderte, dass ein NPC angezeigt wurde, wenn eine Mod dessen Datei überschrieb, aber dann entfernt wurde. Nummer 3. Es wurde ein Problem behoben, das dazu führte, dass die Kamera unter bestimmten Umständen die Bewegung beim Hängen, Klettern nicht mehr korrekt steuerte. Nummer 4. Freigeschaltete Schnellreiseorten sollten bei einem Servertransport nicht mehr verloren gehen. Nummer 5. Kriegssicheln sollten nun ordentlich verpackt sein. Nummer 6. Der Sandsturm sollte Spieler auf dem zerbrochenen Hochweg nicht mehr töten, wenn die Spieler diesen noch nicht überquert haben oder wenn sie in diesem Gebiet gerade am Einloggen sind, während ein Sandsturm tobt. 7. Einige Haarfarben wurden falsch angezeigt. Dies wurde behoben. 8. Es wurde eine Reihe von Problemen in Bezug auf das Server-Warteschlangensystem behoben, die während der Test-Live-Phase gemeldet wurden. 9. Es wurde ebenso eine Reihe von Problemen behoben, die während der Test-Live-Phase im Zusammenhang mit dem Emote-System standen. 10. Es wurde ein visuelles Problem behoben, welches durch die Test-Live-Phase gefunden wurde, wobei bestimmten NPCs die Rumpftexturen fehlten. 11. Es wurden mehrere Probleme in Bezug mit dem vergangenen untoten Event behoben. Terrain und Umgebung. 1. Eine Reihe von visuellen Unvollkommenheiten an 7. Standorten wurde behoben. 2. Der Dungeon der Skorpione sollte nun Spieler, die sich am Eingang ausloggen, entfernen, sodass verstorbene Spieler dort normal respawnen können. 3. Es sollte nun nicht mehr zum Schneefall innerhalb des Frosttempels kommen. Don't let it snow. Let it snow, let it snow, let it snow. Animationen und Cinematikänderungen. 1. NPCs sollten jetzt bestimmte Bedrohungs-Emotes abspielen, wenn sie ein Ziel angreifen oder kurz davor stehen, etwas anzugreifen. 2. Stücke, die vollkommen in Ordnung sind, während sie aufgehoben werden und im Inventar landen, sollten nun keine Demontagetrümmer mehr anzeigen. 3. Wurde schon erwähnt, dass es neue Emotes für Begleiter und Haustiere gibt? Und als letztes UI und Textanpassungen.
Erstens. Unser Spellchecker-Team unterbrach tapfer ihre stündlichen Schmerztherapiesitzungen und korrigierte eine weitere Runde von Tipp- und Grammatikfehlern. Da es vermutlich nun noch mehr Tippfehler geben wird, die wir übersehen haben, ist das Team bis auf Weiteres zu ihren Pflichtaufgaben zurückgekehrt. Hashtag wir stellen immer noch ein. Zweitens. Ausdauer sollte nicht mehr weniger als 0 auf der GUI anzeigen. Drittens. Sturmglastorrahmen können nicht mehr bestiegen oder umhüllt werden. Viertens. Der Zustand eines reparierten Gebäudeteils sollte jetzt sofort aktualisiert werden. Fünftens. Für die neuen Begleiter-Emotes wurden neue Icons hinzugefügt. Sechstens. Neues UI-Symbol für das Begleiter-Inventar hinzugefügt. Siebtens. Volle Server zeigen nun ihre Warteschlangengröße im Serverbrowser an. Achtens. Im Serverbrowser wurde ein neuer Filter hinzugefügt, um die Ergebnisse basierend auf der Warteschlangengröße zu filtern. Neuntens. Der Credits-Bereich des Spiels wurde aktualisiert. Juhu! Und das waren die Patch Notes. Allerdings gibt es auch noch ein Problem, auf das Funcom Aufmerksamkeit macht. Es betrifft allerdings lediglich die Microsoft Store Benutzer. Dort werden möglicherweise Updates wie dieses hier aktuell nicht heruntergeladen und installiert. Die einzige aktuelle Lösung besteht darin, das Spiel zu deinstallieren und neu zu installieren. Leider liegt dieses Problem außerhalb von Funcoms Möglichkeiten, da Microsoft einzig und allein dafür zuständig zählt. Allerdings arbeiten beide Firmen derzeit an einer Lösung dieses doch ganz extremen Problems. Ebenso wird noch darauf hingewiesen, dass nach einem Update möglicherweise einige Mods nicht mehr korrekt funktionieren können, da diese natürlich erst ihrerseits auf die neue Version angepasst werden müssen. Und das, meine lieben Freunde der gepflegten barbarischen Unterhaltung, war es von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr unterstützt mich auch weiterhin, denn Support ist kein Mord. Also liken, kommentieren, teilen. Als denn, gehabt euch wohl und bis bald, natürlich hier auf meinem Kanal. Macht es gut, bye bye.